So, hallo, wir machen weiter bei Kaizo Kindergarten. Das letzte Mal sind wir sehr verwirrt worden. Und, ich glaube, ich will erstmal den Controller aufladen, oder? Er reagiert halt teilweise ein bisschen komisch, wenn ich das mir so angucke hier. Ich drücke jetzt und jetzt und jetzt. Na gut, jetzt passt es wieder. Na, wir probieren es. Wir probieren es, wird schon schief gehen. So, jetzt lernen wir fliegen. Take-off-Meter. Ach so. Bis ich ganz oben. Ja, verstanden. Der Cape-Timer ist... Ah, okay. Yep. Verstanden. Zu viel Theorie. Ich mach's ja doch wieder nur nach Gefühl. Die Frage ist, ist hier schon jetzt eine Tür? Wahrscheinlich nicht. An der Decke kleben lernen wir jetzt nicht. Und dann wieder drücken. Ja, 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 ja. Ja, moin. Wobei, hier könnte ich auch mal hochfliegen. Aber es scrollt ja nicht mal hoch, von daher. Ah, jetzt wieder verhauen. Nein, zu bald. Komm schon. Nein, wieder. Ich traue mich immer nicht, das länger loszulassen. Das gibt's doch nicht. Ich hab's doch gerade gelesen, wie es geht. Ich meine, ich weiß auch, wie es geht, aber... So. Jetzt muss ich hin und her wuscheln. Ist auch nichts, okay. Ja, bitte, das war schon besser. Ja, wow. Wo wird nur die Yoshi-Coin sein? Ich weiß es nicht. So. Und wenn ich schnell genug bin, behalte ich meinen Speed. Und wenn ich dumm genug bin, mache ich sowas. Uff. Da muss ich kurz anhalten, ja, okay. Schon wieder. Nein, das war jetzt blöd.
Beispiel dazu. Nein, es hat noch gepasst. Ah, also es hätte fast gepasst. Und da drüben ist dann schon mein Drücker. Alles klar. Kriegen wir hin. Ist jetzt nicht das große Problem. Muss halt hier kurz warten, dann habe ich hier noch genug Speed und komme ganz gut gerade so durch. Vielen Dank. Jetzt lernen wir Fly Mechanics, ja? Ja, oh weia, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Das Level-T-Shirt. Ich demonstriere gleich mal ein paar Sachen. Also man kann immer wieder... Ah, toll. Man kann immer wieder, wenn man das rechtzeitig drückt... Das scheint mit der Flight Phase zusammenzuhängen. War die falsche Taste. Ah. Ich wollte langsamer werden in der Luft. Das geht auch. So nämlich. Derweil lesen wir das alles hier ein bisschen in Ruhe durch. Jetzt können wir ein bisschen schneller. Und jetzt machen wir wieder langsamer. Ja, okay. Das hat noch nichts mit dem zu tun gehabt, was ich gerade mache. Jetzt kommt erstmal die Dive Bomb. Okay, muss ich jetzt wahrscheinlich machen, ja? Ui. Ja, Mensch. Pull up from a dive. Ja, klar. Ah! Muss höher. Muss ich deutlich höher erstmal. Oh, ich muss echt den Sticky Fly jetzt machen? Okay. Ich kann es halt nicht lesen. Ja, danke. If you pull up close enough to a ceiling. Muss das da unten erst machen. Ja. Also ich muss einfach nah genug an dem Ceiling sein und dann mache ich schon den Sticky Flight. Das ist mit der Erklärung, klingt das jetzt total simpel. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ich muss aber erst so richtig runterbomben, ne? Ja, wir drehen uns einfach in der Luft, das ist okay. Hä? Ja, gibt's das denn? Ah, ich glaube, das war es fast. Ich bin mir nicht sicher. Aber muss ich nicht wirklich erst richtig bomben? Dachte ich jetzt. Ja, nicht so. Nice! Da war er. So, jetzt muss ich ganz kurz kontrollieren. Hey, das... Das spule ich zurück. Ich wollte nicht... Ah. Der ist nicht umgedreht. Nein, da ist nichts. Okay. To do a normal cape. Achso, das ist das, was ich vorhin gemeint habe.
dass ich hier immer wieder in der Luft bleibe. Nichts, okay. Ja, haben wir vorhin auch gemacht, während ich den Text abgesprungen bin. Wieder nichts. Ah ja. Jetzt muss ich auf den Gegner landen, ja? Okay. Das Schloss wird übrigens interessant. Das wird ein reines Flugschloss. Oh Gott. Ich soll jetzt also rechtzeitig mit dem Flug aufhören. Hä? Ich soll hier mit dem Flug aufhören? Ja. Ne? Moment. Auch da ist wieder nichts. Aber warum? Warum soll ich hier mit dem Flug aufhören? Ich kann doch auch so durchrennen. Haben wir gerade schon gesehen. Immer noch keine Tür in Sicht. Das gibt's doch nicht. Kommen da noch mehr Räume oder? Ach, komm schon. Mach doch keinen Quatsch. Tschüss. Dann geh halt. Hier ist auch nichts. Aber wir sind auch noch nicht durch. Scroll das jetzt hoch langsam. Immer noch nicht. Ah ja. Hat man gerade gesehen, aber ist noch nicht passiert. Hat mir noch nichts genützt, weil ich zu niedrig war. So. Hier ist wahrscheinlich auch wieder nichts. Solange nicht das Ziel kommt, ist alles gut. Hier scrollt auch nichts. So, was soll ich hier tun? Ach so. Dass ich von einer Ranke auch mit Flug abspringe. Hui! Uah! Lass mich in Ruhe! Hui! Das ist die falsche Richtung, ne? Das ist... Mario, bitte! Danke! So. Da wirklich wieder nichts. Es gibt's da nicht. Kommt da noch ein Raum? Ich habe keine Lust, die ganzen Räume nochmal durchzuwurschteln dann, ne? Ah. Ich glaube, wir haben den Raum gefunden. Mit der Tür. Aber hier ist er noch nicht. Ah, oh Gott, was? Ja, gut. Ich glaube, das war gemeint. Und ich habe da gerade eine Vermutung. Oh je. Ich muss mal was ausprobieren.
Da kann man nämlich hoch. Ich habe da so eine Idee. Ach so, aber so kann ich ja gar nicht. Geht das? Ach, wollte ich nicht. Ich meine, warum geht's da? Warum kann man da hoch, ne? Das ist, sieht ein bisschen so aus, wie wenn ich da glücklich werden würde. Ah, ich hab echt ein ungutes Gefühl hier. Nein, ich wollte jetzt nicht durch. Ich habe das Gefühl, da drüben wäre die Yoshi-Coin. Notfalls spulen wir dann gleich zurück. Wollte ich nicht. Hä? Bin ich denn jetzt dumm? Ah, es ist wunderschön zu steuern immer wieder. Herrlich. Wenn man nichts mehr sieht. Oh, jetzt flieg halt! Grrr. Ja! Cool. Ach komm. Beides könnte sogar reichen, ne? Na so nicht. Ah, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt liegt es nämlich nicht mehr in der Luft. So kriege ich es auch nicht mehr mitgenommen. Nice. Ah! Du bist doch blöd. Aber dann haben wir es gefunden. Okay. Dann ist es doch nicht der andere Raum. Alles gut. Alles gut. Dann muss ich auch nicht zurückspulen nachher. Tschüss. So ist jetzt blöd. Ich könnte ja, ich bin ja blöd. Ich bin ja richtig doof. Guten Morgen. Ich will doch erst die Yoshi-Coin holen. Da muss ich doch gar nicht den ganzen Quark machen. Oh. Da muss ich ja nur einmal die Münzen da hinten wegmachen. Und dann würde es eigentlich reichen, da drüben schon den Switch zu drücken. Ach. Na, dann kann ich ja hier easy. 33. Warum mache ich das denn jedes Mal? Nein, drück ihn doch! Mario, bitte!
Oh, der zeigt mir das tatsächlich. Sick. Oh, wei. Das wird eklig. Hat es gepasst? Niemals. Spinfly, then enter the door. Was? Bitte? Das haut doch so nicht hin. Ich habe jetzt keine Flugphase, ne? Nee, das wird das kriege ich nicht hin. Wie soll das denn gehen? Kann ich... Dann, wenn ich da runterfalle, ist es dann immer noch die Flugphase? Ich flieg doch dann gar nicht mehr. Also so das würde ich noch verstehen, wenn das irgendwie jetzt funktionieren könnte. Aber... Dass ich da direkt im Spinjump weiterfliege, das habe ich ja noch nie gemacht. Das war falsch. Und dann fliege ich einfach weiter, oder was? Wenn ich das jetzt resette, lande ich nur hier, ja? Puh. Ich muss nur mal kurz das lesen. Deswegen wollte ich gerade gucken, wie weit ich zurückkomme. You maintain takeoff meter. Ich muss also auf den takeoff meter schauen. Der muss da sein, dann hat es funktioniert. Können wir jetzt bei der Röhre uns nochmal angucken. As long as greater... Then two. Na, also hier in die Röhre, zack. Jetzt habe ich einen Takeoff-Meter von 69. Easy. Da fliege ich natürlich weiter. Das ist nicht das Problem. Problem ist hier, deinen Takeoff-Meter zu behalten. Jetzt ist er auf 2. Und wenn ich mit 2 durch die Tür gehe, müsste es also funktionieren, ja? Kann ich das aus dem Stand hier machen? Jetzt ist er auf 0. Auf 0, hat nicht funktioniert. Aber eine größere Fläche wäre mir hier echt lieber für Anlauf und solche Geschichten zum Testen. Ich lande ja immer erst und dann ist auf 0. Ich komme ja vorher gar nicht durch die Tür. So, warte mal. Ich behalte ja, wenn ich da unten laufe, noch einen Ticken. Ah! Ich glaube, ich habe es verstanden. So behalte ich den. Ja, das hat jetzt nicht funktioniert, aber so behalte ich den. Indem ich hier rumwurschtel ein paar Mal.
Na, ich laufe dann hier unten ja noch ein bisschen rum und hab den dann noch. Jetzt habe ich ihn zum Beispiel bei 37. Aber wie? Hä? Aber wie übernehme ich dann die Flugphase? Jetzt ist er bei 64. Aber ich fliege ja nicht. Oder muss ich die Taste dann noch gedrückt halten? Das war falsch. Das meine ich mit, es wäre mir eine größere Fläche lieber. Weil er halt nicht abfliegt. Mein Gott. Jetzt ist er auf 7. Nee, Taste gedrückt halten reicht nicht. Ha. Er muss greater than 2 sein, hieß es ja. Das ist er ja. Jetzt ist er auf 8. Was muss ich dann... Aber was muss ich denn dann danach drücken? Oder muss ich... abfliegen praktisch in der Tür? Das ist ja eben gerade das, was ich nicht verstehe. Na, ich verliere ja alles. Ich komme ja nicht. Hä? Das ist Quatsch. Check's nicht. Das habe ich halt auch noch nie gemacht. Mit einem normalen Flug bin ich schon ein paar Mal durch eine Tür durch und das war schon komisch genug. Aber das hier check ich nicht. Und ich habe ja die Anleitung gerade gelesen nochmal. Sehe ich da irgendwas? Ich muss nochmal zurück. Es tut mir leid. You maintain takeoff meter through pipes or doors. This means you can enter flight state without building P-Meter. As long as you are falling down while airborne. And takeoff meter is greater than 2. Ja gut, aber ich falle ja nicht runter bei der... Ah! Verstanden. Ach so. Ich muss runterfallen auch. Das heißt, ich muss so schnell dann durch den Block runterlaufen. Okay. Ich muss dann hier ganz schnell runterlaufen und dann erst losfliegen. Und wenn ich im richtigen Modus noch bin, dann reicht's aus. Ja, so ist Quatsch. Na, dann fliege ich jetzt los. Oha.
Aber verliere ich den nicht sofort, wenn ich da stehe auf dem Boden? Jetzt habe ich 43. Jetzt laufe ich. Und jetzt hätte ich noch fliegen können. Alles klar. Sick. Okay, verstanden. Also ich fliege hier hoch, hab den Mieter, gehe ganz schnell durch die Tür und dann in der Luft kann ich losfliegen. Ja, jetzt bin ich hier zu bald gesprungen. So, jetzt laufe ich los und hätte fliegen können, siehst du? Bin aber nicht richtig geflogen. Komm schon. Die hat die Tür dann auch mal nicht. Ach. Zu blöd, um durch eine Tür zu gehen. Gibt es das denn? Sag mal. So. Flieg! Mario, bitte! Aber er fliegt dann halt auch nicht. Hä? Wir kommen der Sache näher. Mal wieder. Gut. Sag mal, bin ich denn dumm? Ja, gut. Aber ich dachte halt, ich kann mit einem Spinjump auch dann losfliegen. Ich muss halt in die Luft, ich verstehe das schon. Ich muss erst in der Luft sein und dann kann ich abheben. Das heißt, je schneller ich mit dem Take-Off-Meter da in die Tür gehe, umso besser funktioniert das. Das war gut. Nur, dass ich dann normal fliege und ich will ja eigentlich den Spin-Jump-Flug, aber wahrscheinlich geht der gar nicht. Na, ich müsste dann ganz schnell diven und direkt wieder hoch. Ha. Ah, nice! Oh mein Gott. Das hat gedauert. Uff. Okay, Swimming Mechanics sollte man noch hinkriegen, oder? Da kann jetzt nicht so viel kommen. Was kann denn beim Schwimmen groß passieren? Ich kann schnell nach oben. Ich kann langsam runter. Ja, weiß ich nicht. Was da noch so möglich ist. Mit Items kann man halt arbeiten unter Wasser. Ja, und so, wenn man praktisch nach unten drückt, dann kann man so ein bisschen gerader schwimmen. Ja. Schauen wir mal, was da alles kommt. Wüsste jetzt nicht allzu viel, was da möglich ist. Na, das ist das hier. Und schnell nach oben, habe ich auch gerade schon erklärt. Huch. Oh, aber nicht zu schnell. Wieder abbremsen. War da unten was? Nein, nur eine Tür. Ja. To cancel your download momentum. Gut, dass man das alles lesen kann, ne? Falsche Taste.
Ach so, den könnte ich auch mal wieder anmachen. Ja, Mensch. Yay! Ich weiß. Ja, das ist unangenehm. Zwischen so Dingern rumzuwurschteln, aber es geht. Nein! Jedes Mal! Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wäre hier vielleicht in dem Abschnitt eine andere Tür gewesen? Nein, hier ist auch keine andere Tür. Okay. So, was soll ich hier eigentlich tun? Ach so. Ja, aber es geht ja auch so. Ja, und ich muss jetzt durch die Ranken durch, ohne hoch und runter zu drücken. Das ist auch ganz viel Spaß. Beziehungsweise, ja. Das ist halt jetzt, weil man da jetzt mit dem P-Switch schnell sein muss. Das ist immer unangenehm. Das ist unangenehm, ja. Noch enger wäre der Gang nicht gegangen. Sag mal. Igitt! Doch, er wäre noch enger gegangen. Oh. Das ist ja ekelhaft. Das könnte noch im Schwimmen kommen. Oh, das ist ja widerlich. Weg, Fisch. Du nervst. Wie soll ich... Oh Gott. Das ist super unangenehm. Man muss da ganz schnell reagieren. Ich muss ja kurz nach unten drücken, aber nicht an der Ranke. Boah, nee. Dafür nicht vorbereitet. Ja. Das ist halt der Mist. Ich meine, man könnte gerade jetzt in dem Abschnitt eigentlich ja noch schnell genug ran. Was mache ich denn für einen Quatsch? Ja, natürlich. Hier habe ich ja eigentlich die Zeit. Hä? Hä, bin ich jetzt ganz dumm?
Ja, die Zeit habe ich ja eigentlich. Oh! Komm schon! Geh doch einfach durch. Ja, das meine ich, die Zeit habe ich. Komm, geh weg mit dem Mist, ey. Bin zu blöd dafür. Hey? Na bitte. Mein Gott. Dumm angestellt hier wieder. Ach, verdammt. Final Exams Monka S. Aber wo sind denn die letzten? Ich verstehe es nicht. Da fehlen ja noch dann 6 Stück. Also hier kann nichts sein. Kann nirgendwo was sein. Es kann eigentlich nur der Raum mit dem P-Switch sein, wo man das erste Mal den P-Switch bekommt. Was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen. Oder irgendwo ist... Warum scrollt es da hoch? Oder irgendwo ist eine Lücke oder keine Ahnung. Sehe ich aber nichts derartiges. Hier sehe ich auch keinen anderen Weg. Ne, hier ist überhaupt kein anderer Weg möglich. Ja, das war jetzt natürlich klug. Ich muss ihn ja erstmal mitnehmen. Gut, aber hier hätte er auch eine Tür sein können. Ja, moin. Na, ich bin dann hier. Ja, wow. Kreativste Dragon Coin überhaupt. Ja, gut. Dann haben wir das. Fehlen aber, wie gesagt, es fehlen jetzt 6 Stück. So, wir haben festgestellt, dass hier anscheinend immer nur in einem Raum eine ist. Oder, weil hier war am Ende keine mehr und hier war am Ende keine mehr. Es war nur hier am Ende einmal eine. Das habe ich nicht verstanden. Ich muss ja aber auf 41 kommen nachher. Eine bekomme ich jetzt noch im finalen Schloss. Oder das sind mehrere. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind ja auch mehrere. Kann ja sein. Wäre ja möglich, dass im finalen Schloss mehr sind. Oder dass danach nach dem finalen Schloss noch was kommt. Das kann auch sein. Theoretisch fehlen noch ein paar Geschichten, was man sonst in Kaisers so sieht. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was passiert. Danke an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und tschüss!